Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Emitec, Spezialist für Abgasnachbehandlung. Mobilität erzeugt Wohlstand und wir sorgen für umweltfreundliche Mobilität. Emitec. Und NSK, führender Hersteller von Wälzlagern, Automobil- und Präzisionskomponenten. NSK, Motion and Control. Hallo und herzlich willkommen zu den Autonews. Wir berichten über Aktuelles aus der automobilen Welt. Mein Name ist Anja Nowak. Audi erforscht Fertigung von elektrischen Energiespeichern. Der Automobilhersteller Audi startet mit ausgewählten Partnern das Forschungsprojekt e-Production. Das Ziel besteht darin, Kompetenz bei der Montage von Traktionsbatterien und ein Serienproduktionskonzept für die Energiespeicher von Elektroautos zu schaffen. Das Projekt läuft über 3 Jahre und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit einem Gesamtbudget von 11,3 Millionen Euro gefördert. Der Ingolstädter OEM will durch e-Production die erforderliche Prozess- und Automatisationsinfrastruktur aufbauen, mit dem Ziel eines marktfähigen Produktionskonzepts für Hochvoltenergiespeicher in Elektrofahrzeugen. Änderung in der VDA-Geschäftsführung. Mit Wirkung zum 1. Januar 2012 ist Dr. Kai Lindemann vom Präsidium des VDA zum Geschäftsführer des Verbandes der Automobilindustrie berufen worden. Dr. Lindemann ist seit Januar 2010 stellvertretender VDA-Geschäftsführer. Dr. Ulrich Eichhorn wird mit Wirkung zum 1. Januar ebenfalls zum Geschäftsführer des VDA berufen und tritt damit die Nachfolge von Hans-Georg Frischkorn an, der ab kommendem Jahr die Verantwortung für das weltweite Automotive-Geschäft der ESG Elektroniksystem und Logistik GmbH übernimmt. Unverändert gehört Klaus Bräunig zur VDA-Geschäftsführung, dessen Vertrag vom Präsidium turnusgemäß verlängert wurde. Autobauer verkürzen Werksferien. Aufgrund des anhaltenden Nachfragebooms fallen dieses Jahr die Weihnachtsferien bei den Premium-Herstellern BMW, Audi, Mercedes und teilweise auch bei Porsche und Opel kürzer aus. Um den hohen Bestelleingang abzubauen, werde BMW seine Werksferien in München, Regensburg, Oxford und Spartanburg auf 1 Woche verkürzen. Auch Mercedes plant nur eine einwöchige Pause. Lediglich in Sindelfingen seien wegen nötiger Umbauten für die neue S-Klasse 2 Wochen erforderlich. Bei Porsche soll in Stuttgart ebenfalls nur 1 Woche pausiert werden. Wegen der starken Nachfrage nach dem Safira Tourer verkürzt Opel die Weihnachtsferien im Werk Bochum. Japanische Unternehmen arbeiten an Infrastruktur für E-Mobilität. 9 japanische Konzerne, unter ihnen Mitsubishi, Toyota und Honda, haben sich zusammengefunden, um die Anzahl von Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge in Japan weiter auszubauen. Derzeit gibt es in Japan rund 800 Schnellladestationen. Zur Attraktivitätssteigerung von Elektrofahrzeugen soll das Versorgungsnetz jedoch weiter ausgebaut werden. Geplant ist unter anderem die Erstellung einer zentralen Datenbank für die bestehenden und hinzukommenden Elektroschnellladestationen. Die Organisation wird Anfang kommenden Jahres ihre praktische Arbeit in Japan aufnehmen. BMW und GM planen Kooperation. Medienberichten zufolge soll der Münchner Autobauer BMW künftig Zugang zur Brennstoffzellentechnologie von General Motors erhalten und sich im Gegenzug an den Forschungskosten in diesem Bereich beteiligen. Die Partnerschaft soll nach der Detroit Motor Show mit einer Absichtserklärung geschlossen werden. Die beiden Autohersteller bestätigten die Kooperationspläne bislang nicht. Um die Kosten für die milliardenteure Forschung im Griff zu behalten, setzt BMW auf Kooperationen mit Autobauern, die keine direkten Konkurrenten sind. So hatte der Premium-Autobauer Anfang Dezember eine Partnerschaft mit Toyota vereinbart und arbeitet bereits seit 2002 mit PSA Peugeot Citroën zusammen.
Das waren die Autonews für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.